Es sind ja immer so zwei Dinge, die für uns im Allgemeinen gesund sind. Einmal den Körper zu versorgen mit Nährstoffen, auf der anderen Seite Dinge wegzulassen, die uns schaden. Ja, das geht ja Hand in Hand. Und Milch scheint also offensichtlich ganz und gar nicht so gesund zu sein, wie man es landläufig immer so hört. Herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer. und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 18. Die liebe Milch, um die soll es heute gehen. Für viele Menschen gehört die Milch schon beim Frühstück dazu. Ganz klar, wenn man Müsli isst, morgens kommt die Milch mit rein. Wenn man Kaffee trinkt, kommt die Milch mit da rein. Klar, der Milch werden ja auch ganz, ganz viele Eigenschaften zugesprochen, wo es heißt, die Milch ist so gesund. Das lernt man ja schon als Kind, ja. Also Milch ist gut für die Zähne, ist gut für die Knochen. Also Und Milch macht müde Männer munter. ganz genau, ja, das hatte er auch früher, wurde es auf den T-Shirts hier, weiß ich noch, hat ein Bauer bei uns in der Nähe, das mal oben drauf stehen hier. Aber trotzdem wird ja immer wieder gestritten, ob jetzt dieses Lebensmittel Milch die Gesundheit fördert oder ob es dann doch eher schadet. Und deshalb wollen wir uns heute mal die Frage stellen, wie gesund ist Milch denn wirklich? Ja, gibt es denn da so eine einfache Antwort drauf? Ja oder nein? Oder Naja, also wenn alles im Leben immer so einfach wäre, ne? Also schwarz es und gibt weiß. ja, es gibt ja einmal Wissenschaften und dann gibt es immer noch mal unsere Erfahrungen, die auch manchmal vielleicht noch mal ganz anders sind, aber man kann schon sagen, die Milch fördert schon etwas. Was habe ich gerade nicht verstanden? Was macht die Milch? Sie fördert schon etwas. Sie fördert schon was, ja. Ob es immer die gewünschten Dinge sind, weiß ich nicht. Aber man muss ja auch gucken, Milch heute, in welcher Form trinke ich die Milch? Trinke ich sie von der Kuh, die bei mir auf der Wiese steht, sag ich mal, oder trinke ich sie eben in Form von Haarmilch, die bei mir aus dem Supermarkt kommt? Da liegen ja Welten zwischen. Da muss man einfach ganz klar unterscheiden. Genau, früher war das ganz anders. Wenn man mal so einen Bauer fragt, wie ist man denn früher an Milch rangekommen? Und da ist man erstmal zur Kuh hin, hat seinen Hocker hingestellt, seinen Eimer. Dann hat man das schmutzige Kuhäude erstmal vorgemolken, weil man ja erstmal gucken wollte, ist denn da Blut und Eiter, da sind immer irgendwelche Sedimente mit drin. Und die hat man erstmal abgelassen. Und dann hat man erst das Kuhäuter gewaschen, um es wirklich sauber zu machen, auch hygienisch. Und dann ist man den Hauptmelkvorgang gegangen. Und diese Milch, die wurde dann verarbeitet in roher Form. Also früher gab es ja immer Rohmilch und Rohmilchkäse, ja, Rohmilchbutter. Und heute, seitdem unser Keimfreiheitsgesetz ist, ja, und alles muss wirklich irgendwie immer abgekillt werden, abgetötet werden, ist das natürlich dann auch bei den Produkten immer anders. Ganz, ganz anders. Und Rohmilchbutter, da kommt man heute ja gar nicht, kommt man schon noch dran, aber da muss man schon wirklich nachsuchen. Also im Supermarkt jedenfalls nicht. Und auch beim Bauer um die Ecke wird es schwierig. Und zum Thema Erfahrung, es ist auch ein ganz spannendes Thema, weil bei uns in der Familie ging das auch damit los, dass ein Sohn von mir tatsächlich Milchunverträglichkeit hatte, aber keiner der Ärzte, bei denen wir waren, konnte uns das bestätigen. Unsere Erfahrung war, der hat Milch getrunken, also früher, da haben wir uns halt noch, sag mal, standardmäßig ernährt, er hat Milch getrunken oder irgendwas zu sich genommen, wo Milch drin war, und da hat er die Nacht drauf Fieber bekommen und hat gekotzt. Und erst haben wir uns immer gewundert, wo kommt das denn her? Und irgendwann haben wir so gemerkt, irgendwie könnte es mit der Milch zusammenhängen. Wir sind zu verschiedenen Ärzten gegangen, alle haben gesagt, nee, der hat keine Milchunverträglichkeit. Nee, hat er nicht. Hat er Milch getrunken, ging das Spiel wieder von vorne. Sie haben schon gedacht, wir sind bescheuert. Ja, die Ärzte, die müssen doch recht haben mit ihrer Meinung. Aber die Erfahrung hat genau das Gegenteil gezeigt. Und das ist etwas, was sich hier zeigt, aber was sich leider auch in vielen anderen Dingen immer wieder zeigt, dass die Erfahrung sich nicht deckt mit dem, was man so landläufig lernt. Ja, ich hatte meine ganze Kindheit über, Andreas, hatte ich einen Vulkan in meinem Hals. Und das waren meine beiden Mandeln, die immer so kleine Eiterbällchen spuckten. Ich hatte als Oh Kind ja. immer einen extrem starken Mundgeruch. Und ich bin dann immer zum Arzt gegangen. Der hat mir immer Antibiotika verschrieben. Ich habe eigentlich ständig Antibiotika genommen. Mein Urin, der hat schon nach Tabletten gestunken. Und irgendwann ist meine Mutter dann nach der Wende, wo dann der Westen kam, da gab es in Coburg einen Heilpraktiker und der hat dann immer meine Mandeln gemolken. Da bin ich dann einmal im Monat hin und hat er dann die so einen Schöpfer rangehängt und hat den Ei da rausgezogen. Ne? Aber es ging nie darum, ich habe als Kind immer die Frage gestellt, wo kommt denn das her?
Und die Ärzte wollten mir immer die Mandeln rausnehmen. Ja. Das wollte meine Mutter nicht, das wollte ich nicht, weil der Heilpraktiker mal gesagt hat, die Mandeln braucht der Körper zum Entgiften, sie sind ganz wichtig. Und er hat uns auch gesagt, wenn die Mandeln dick sind, dann muss der Körper etwas entgiften, weil er wohl vergiftet ist. Aber unsere Diligenz hat nie ausgereicht, darüber mal zu sprechen, was denn das Problem eigentlich ist. Und heute weiß ich, dass es die Kuhmilch ist. Woher weiß ich das, Andreas? Mit 23 Jahren bin ich zu diesem Heilpraktiker gefahren, der einmal im Monat meine Wirbel eingerenkt hat. Ja, der mich wegen Gicht, Arthrose, rheumatischen Erkrankungen behandelt hat. Der mich geschröpft hat, um die Säure aus meinen Wirbeln rauszuziehen, hinten immer mit Nadeln reingestochen hat und dann immer so einen Schröpfer angesetzt hat und da war ganz gelber Schleim drin. Und ich habe mir gesagt, so, du sagst mir jetzt, was ich machen muss, dass ich nicht mehr zu dir hin muss. Und da hat er gesagt, lass die Milch, den Käse, die Zigaretten, dein Kaffee und dein Zucker weg. Und wenn die Säure weg ist, dann gehen deine Mandelbeschwerden weg. Und genau so war es, Andreas. Ja. Ich habe damit aufgehört und Stück für Stück hat sich das abgebaut. Bis heute hatte ich keine dicken Mandeln mehr. Ja, also das spiegelt auch meine Erfahrung. Als Kind hatte ich ständig Mandelentzündung. Ich hatte die Polypen, die wollten sie mir auch rausnehmen. Also ständig auch so Nasennebenhöhlenentzündung. Und ich habe auch von meiner Mutter natürlich, die war auch Krankenschwester, immer schön Antibiotikum bekommen in unterschiedlichsten Formen. Und später, als ich dann aufgehört habe, diese Dinge zu mir zu nehmen, hat das alles aufgehört. Ja. Also es sind ja immer so zwei Dinge, die für uns im Allgemeinen gesund sind. Einmal den Körper zu versorgen mit Nährstoffen, auf der anderen Seite Dinge wegzulassen, die uns schaden. Ja, das geht ja Hand in Hand. Und Milch scheint also offensichtlich ganz und gar nicht so gesund zu sein, wie man es landläufig immer so hört. Genau, in den Rohkostbüchern, da steht immer drin, Milch ist Eiter. Aber es wird nicht erklärt, warum. Oder warum ist die Milch nicht gut? Und vielleicht können wir da ein bisschen Licht reinbringen. Ja, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Und eine Sache hast du eben schon angesprochen, die ist, denke ich, ganz zentral. Aber packen wir das Ganze mal andersrum an. Also es heißt ja immer, also Milch enthält viel Kalzium und deshalb sollte man die Milch trinken. Ja, das lernt man ja schon von Kindesbeinen an. Im Kindergarten muss das trinken wegen dem Kalzium. Wenn ich irgendjemandem sage, Milch ist nicht gut, dann kommt direkt die Frage, ja, und wo soll ich dann bitte mein Kalzium herbekommen? Jetzt ist die Frage, wenn wir das mal anpacken, dieses Thema, in Milch ist ja Kalzium enthalten, aber es gibt ja auch Studien, die belegen, dass Menschen, die Milch trinken über längeren Zeitraum, plötzlich Probleme mit ihren Knochen bekommen, also Osteoporose. Und zwar viel stärker als Menschen, die keine Milch trinken. Da gibt es ja auch Länder auf dieser Welt, sehr, sehr viele, wo einfach das gar nicht üblich ist, Milch zu trinken. Bei uns ist es ja sehr üblich und wird sehr propagiert. Wie kommt denn das jetzt bitte schön zustande, dass Menschen, die Milch trinken, die ja so gut ist für den Knochen, dass die plötzlich vermehrt Osteoporose bekommen? Das kann ja nicht sein eigentlich. Ja, das ist richtig, aber das ist oft so, nur weil da Kalzium drin ist, heißt es nicht, dass der Körper auch an das Kalzium herankommt. Oder dass bei der Verstoffwechselung der Milch nicht sogenannte Stoffwechselnebenprodukte entstehen, wie zum Beispiel Säuren, die dann im Körper das Problem auslösen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also Säuren sind ja wirklich ein ganz großes Problem im Körper und wenn Säuren da sind, muss der Körper irgendwas tun, um sie neutralisieren. Und Säuren sind ja nicht nur in der Milch drin, sind ja auch in anderen Dingen drin. Ja, Fleisch wird sauer verstoffwechselt, Kaffee wird sauer verstoffwechselt und so weiter. Und der Körper muss es neutralisieren. Und wo kriegt das dann her? Naja, bei der Milch ist es so, um die Milch zu verdauen, entsteht sehr viel Säure. Milch ist hochgradig sauer. Das sieht man auch bei Milchtrinkern. Die sind ständig verschleimt, ständig verschlackt, Nasennebenhöhlen. Sie sehen schlecht, sie hören schlecht. Wenn man einen älteren Mann mit einem Hörgerät fragt, hast du in deiner Kindheit viel Milch und Käse getrunken und Joghurt? Dann sagt er ja. Und deswegen gibt es auch in Europa und in Deutschland so viele Hörgeräteläden, weil die Milch uns brustaufwärts verschleimt. Um diese Säuren abzutransportieren, braucht der Körper sehr viel Mineralien, unter anderem Magnesium und Kalzium. Und deswegen ist die Milch für mich nicht gut, weil das Kalzium, das in der Milch dran ist, nicht ausreicht, beziehungsweise die Säuren, die bei der Verstoffwechselung von Milch aufgenommen, neutralisiert werden müssen, sehr viel Kalzium brauchen und es reicht nicht aus, was in der Milch drin ist. Also klaut uns der Körper aus den Knochen, aus den Zähnen, aus den Haaren, aus der Haut und das nennen wir frühzeitigen Alterungsprozess oder es ist das Resultat von Osteoporose. Ja, und dieses Verschleimen des Körpers, das ist wirklich etwas, was ich dann eben deutlich mache an ganz vielen Stellen, also zum Beispiel ständige Nasennebenhöhlenentzündung oder also das kennt man ja oder auch an anderer Stelle im Darm, nur da sieht man es halt erstmal nicht so. Ich habe einen Heilpraktiker gehabt, bei dem ich sehr häufig war, also über einen gewissen Zeitraum
für eine Kolonhydrotherapie. Also kriegt man Wasser in den Darm reingespült, um den Darm zu reinigen. Und der hatte immer so schöne Bilder an der Wand hängen. Genau. Und der hatte halt einen befreundeten Pathologen, also sprich ja, Gerichtsmedizin oder was weiß ich, wo die Menschen dann schön aufgeschnippelt werden und untersucht werden. Und der hat ihm immer Bilder zukommen lassen von Därmen, die dort eben dann fotografiert wurden. Und da hat er mir gesagt, dass der Pathologe ihm immer gesagt hat, die Menschen, die sehr, sehr viel Milch getrunken haben, das sind immer diejenigen, die die verschlacktesten Därme haben, die schleppen da bis zu 20 oder manchmal mehr Kilogramm Kot, ja, also Kotsteine oder Schlacken oder was auch immer es das genau ist, mit sich rum. Da entstehen dann giftige, richtige Gifte durch die Eiweiße, die da drin sind. Also, also das ist ganz, ganz hochtoxisch für den Körper, was da mit sich rumgeschleppt wird. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also Milch trinken ist auf diesem Gebiet, also an verschiedenen Stellen, sehr ungesund für uns. Ja, also man riecht es auch, wenn man in der Natur oder auch bei Tieren oder bei Menschen, der Kot, der hat eher so eine milchsaure Eigenschaft. Aber wenn Milchprodukte zu sich genommen werden, vor allem Milch, dann entsteht Fäulnis und dann entstehen sehr viele Bakterien. Und das riecht man natürlich dann auch in der Toilette. Das ist dann dieser sogenannte Kontaminationsstreifen, der dann gelegt wird für eine halbe Stunde. Und dann muss man da ordentlich lüften, um das zu neutralisieren. Also auch die Umwelt hat damit ihr Problem. Wobei man aber nicht sagen kann, dass dieses Problem schon immer da war. Denn die Menschen trinken erst seit dem Zweiten Weltkrieg extrem viel Milch, weil die Industrie ein bisschen Geld in die Hand genommen hat, weil sie diese Werbung in den Fernsehen, wo es dann langsam losging, so mit den ersten Schwarz-Weiß-Fernsehern, wo der Papa mit den Kindern am Tisch sitzt und schenkt den Kindern das Glas Milch ein und sagt, seitdem meine Kinder täglich ihr Glas Milch trinken, sind sie gesund und stark. Unter dieser Massenlüge sozusagen werden die Menschen bis heute, unterstützt von der Industrie natürlich, dahin gebracht, ständig zu verschleimen und zu verkleben, denn wenn sie es nicht mehr machen würden, wäre das auch wirklich innerhalb von weniger Wochen weg, gehalten, auch Kuhmilch zu trinken. Ja, und das Ganze wird eben auf dem Rücken von armen Tieren ausgetragen, die da in irgendwelchen dunklen Stellen stecken, niemals das Tageslicht sehen und naja, auch noch ein Riesenthema. Genau, also wir reden hier von Zuchtkühen mit vereideten Eutern bis zum geht nicht mehr, die gemolken werden müssen, weil sie sonst platzen werden. Kühe, also Frauen, die vergewaltigt werden sozusagen mit einem fremden Sperma irgendeiner Kuh. Dann werden ihnen die Kinder weggenommen, das darf man sich bei Menschen auch mal so vorstellen. Und dann werden die die Mütter sozusagen, die gerade ihre Kinder geboren haben, gemolken. Bis zum geht nicht mehr, nur dafür, dass wir eine Kalziummilch bekommen. Ja, also ganz grauselig. Und auch dieser Gedanke überhaupt von einer fremden Art, also die Milch wegzutrinken, also das wäre irgendwie so, als ob jetzt jemand bei unseren Frauen sozusagen sich an die Brüste hängt und dann die Milch wegtrinkt. Also auf die Idee würden wir, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und dann noch auf die Idee zu kommen, Milch zu trinken, die ja auch überhaupt nicht für erwachsene Menschen gedacht ist, sondern ist ja für Kinder gedacht. Es sind ja Wachstumshormone drin. Und bei Kühen, wenn man mal guckt, wie schnell wachsen die denn, das geht ja rasant. Und bei Menschen geht es ja viel langsamer. Genau. Also das passt ja alles vorne und hinten überhaupt nicht zusammen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man so eine Milch aus dem Supermarkt eben nicht von einer Kuh, sondern von Hunderten, die da gemixt ist und wie verarbeitet ist, dann wird eigentlich sehr schnell klar, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Ja, das stimmt. Man sagt ja auch bei einer Kuh viel Masse und wenig Hirn. Ja, so. Das heißt, das darf man jetzt gerne für sich mal auch persönlich nehmen. Das heißt, viel Kuhmilch sorgt dafür, dass unser Körper gerade bei Kindern zu schnell wächst. Und ich hatte ja früher eine Modefirma, Andreas. Wir haben Kindermützen verkauft und wir haben Säuglingsmützen auch verkauft. Und meine Säuglingsmützen, die haben immer so bei der Kopfgröße 29 angefangen, Geburtsgröße so, also manchmal auch 27, ja. Das waren Sondergrößen, da waren wir 29 bis so 36. Das war der normale Sortimentsschnitt. Und die Kunden, die in unseren Laden kamen und immer Säuglingsmützen gekauft haben, die haben dann gesagt, mein Kind hat 36. Und da sage ich, wie? Geboren mit Kopfgröße 36, dann welche mit 38, dann welche mit 37. Und da sage ich, da gehen doch schon Erwachsenengrößen los. Ja, es war ein Kaiserschnitt, der hat mit seinem riesen Schädel nicht mehr durchgepasst. Und dann habe ich das
ich war ja noch gar nicht wissend davon. Immer gefragt, was haben Sie denn in der Schwangerschaft gemacht? Na, ich habe viel Joghurt und viel Käse und viel Milchprodukte gegessen. Und dann sage ich, warum? Na, mein geburtshelfender Arzt, der hat mir das immer empfohlen. Er hat gesagt, wir brauchen viel Milch, damit die Knochen schön stark werden. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Kinder sind im Mutterleib zu schnell gewachsen. Die gebärfreudigen Becken haben nicht mehr ausgereicht, diese riesen Schädel da durchzudrücken. Und natürlich dann klar, dass dann die Medizin helfen muss mit einem Kaiserschnitt. Mittlerweile haben wir über 50% Kaiserschnitte. Das muss man sich mal überlegen. Also Mütter, die ihre Kinder nicht mehr auf natürlichen Weg auf die Welt bringen können. Und wer ist schuld, sagt der Florian Sauer. Es sind mitunter auch die ganzen Milchprodukte, die ganzen Hormone in dem Essen, der viele Sojakram und so weiter, der dafür sorgt, dass wir zu schnell wachsen. Ja. Man muss wirklich sagen, ein Mensch braucht 21 Jahre. Wir sind hochsensibel, feinstofflich in unserer Motorik und wir haben eine sogenannte Spiraldynamik. Das heißt, unsere Knochen wachsen in verdrehter Form, dass diese Dämpfung eben auch aufgefangen werden kann, wie so ein Sprungknochen, der die Energie nach oben verteilt. Und dazu sind natürlich Nährstoffe notwendig, die sozusagen dafür sorgen, dass der Knochen weich bleibt, beweglich bleibt und die Energie nach oben rauslässt. So, wenn wir nicht genug Nährstoffe in unseren Knochen haben, oder die Knochen zu schnell gewachsen sind, dann sprechen wir eben von Osteoporose, gichtrheumatischen Problemen, auch von Glasknochen sozusagen. Und wir brauchen Rückenprotektoren beim Skifahren und fallen dann trotzdem hin und tun uns weh. Und genau das haben wir heute. Also wir sehen, was der Milchkonsum der letzten 60 Jahre wirklich bei uns anrichtet. Ja. Aber es ging jetzt auch gar nicht darum, irgendwie den Kaiserschnitt zu verteufeln. Also es ist ja auch in vielen Fällen wirklich ein Segen. Wenn Notfall, genau. Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass viele Leute auch einfach sich das wünschen. Aber es spielt natürlich damit rein, wie immer, viele Faktoren. Und über die Milch, ja, das ist eben einer der Faktoren, der da ganz deutlich auch mit reinspielt. Wir lassen es doch aber über Alternativen sprechen, weil jetzt haben wir so ein bisschen schön die Milch schlecht gemacht. Aber es muss ja auch Möglichkeiten geben, was dagegen zu tun. Aber du hast noch eine Sache, okay. Ich habe noch eine Sache, Andreas, die ganz wichtig ist. Man muss auch sagen, wenn ich zu einer Kuh hingehe und nehme mir eine Frischmilch und konsumiere diese Milch und diese Kuh lebt auf einer Blumenwiese, kriegt ausschließlich Blumenfutter, kriegt keine Blauzungenimpfung, also keine Antibiotikas gespritzt. Kein Schimmelfutter kommt. Oder Sojafutter, was Hybrid ist und so weiter, dann ist es nochmal was ganz anderes. Aber so war es eben früher. Und heute muss ja, weil Blut, Fett und Eiter in dieser Milch mit drin ist. Und man würde das ja sehen, in der Flasche gibt es ein sogenanntes Keimfreiheitsgesetz. Das heißt, die Kuhmilch wird industriell verarbeitet. Sie wird also ultra hoch erhitzt und homogenisiert. Wir sprechen hier von einer umdrehungsgemixten Leistung von 60.000 Umdrehungen, damit der Eiter, das Blut, eben in der Milch nicht mehr sichtbar ist. Und jeder weiß, früher bei der Milch, da war oben noch so eine Sahne, die da geschwommen hat. Die hat dann die Oma immer abgeschöpft und hat damit mal auch den Hase angebraten, dann am Wochenende oder eingelegt. Und das ist heutzutage nicht mehr drauf. Warum? Weil die Milch so stark gemixt wird. Und weil sie so stark gemixt wird, wird sie durchlässig für unseren Darm. Das heißt, die Oberfläche der Moleküle der Milchelemente ist so fein, dass sie einfach über unsere Magenschleimhäute und Darmschleimhäute ins Blut einfällt, also unverdaut ins Blut kommt. Und das ist ein Riesenproblem, das versäuert und verklebt unser Blut. Und dann haben wir noch das Problem der Ultrahocherhitzung. Das heißt, die Kuhmilch wird weit über 100 Grad erhitzt und somit sind ganz viele Nährstoffe in veränderter Form da. Das heißt, die stehen dem Körper durch diese raffinierte Herstellung gar nicht mehr zur Verfügung. Und das ist eigentlich das Üble bei der Kuhmilch. Und da gibt es heutzutage natürlich Alternativen. Ja, sehr, sehr schöne und sehr leckere Alternativen gibt es da, die auch in unseren Kursen immer wieder gezeigt werden. Wir können ja mal ein, zwei Möglichkeiten dann hier mal nennen. Also eine Sache hast du eben schon gesagt, die oft dann, es gibt ja immer mehr Menschen, die sich auch dessen bewusst sind, die wissen, ja, ich habe gehört, Milch ist nicht so gut, also was mache ich? Ich nehme Sojamilch, ja. Und dann geht es halt in den Markt und wird die Sojamilch aus irgendwelchen Tetrapacks dann halt genommen. Was ist denn deine Meinung dazu? Also was ist ja schon anklingen lassen, was du davon hältst? Ja, also ich sag mal, der erste Schritt ist wirklich in Soja. Das war ja bei mir auch so, Andreas, ne? Damals gab es noch nicht so gute Sojaprodukte wie heute. Ja, muss man wirklich sagen. Heutzutage gibt es eine gute Auswahl, aber Sojamilch ist nicht die Lösung. Warum? Weil die Sojabohne eben zu den Hülsenfrüchten gehört und Hülsenfrüchte grundsätzlich sehr schwer verdaulich sind und Soja natürlich überzüchtet ist. Auch das Bio-Soja ist heutzutage keine Urform, damit wir es überhaupt verarbeiten und verwerten können. Und Soja enthält, und das ist das Problem, extrem viel Phytinsäure. Und so wie bei Getreidesorten auch. Und natürlich sehr viele Lektine. Und die lösen im Körper ganz viele Entzündungsherde aus.
Jetzt ist es so, wenn Soja jedoch fermentiert würde, dann wird durch die Fermentation, durch die Mikroorganismen diese Phytinsäure abgebaut. Und dann wäre Soja auch nicht ungesund. Also es müsste fermentiert, eingeweicht, angekeimt sein, wie man das zum Beispiel bei Misos kennt oder bei Natto oder bei Tempeh. Und da ist das Soja eher unbedenklich. Aber dieser ganze Sojamarkt mit den ganzen Sojamilchprodukten, der eben nicht fermentiert wurde, ist für mich aufgrund der Phytinsäuren sehr toxisch und in industrieller Form verarbeitet, auch erhitzt, ultra hoch erhitzt und natürlich gemixt. Und dadurch ist es nicht besser wie diese Kuhmilch für mich. Deswegen würde ich gar nicht heutzutage, wenn ich das jetzt höre, in Sojamilch übergehen, sondern ich mache mir eine sogenannte Frischmilch. Also genau. Da nichts aus dem Tetrapack von nennen, wie man die denn jetzt macht. Denn jetzt hört natürlich der eine oder andere auf und jetzt weiß er alles, was nicht gut ist. Aber die Frage, die ist jetzt im Raum, was ist denn jetzt noch gut? Was kann ich denn machen? Also ich kann ja auch mal sagen, wie ich es jetzt hier mache. Ich gebe zu, ich mache es auch nicht immer, aber ich mache es immer häufiger. Indem man zum Beispiel ein sogenanntes Mandelpüree sich nimmt. Und da gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr gute Firmen, die das anbieten. Und das kann man sich dann einfach mit Wasser, ein bisschen Süßstoff, da gibt es ja auch ein großes Thema, also zum Beispiel Kokosblütenzucker mit reintun, wenn man es ein bisschen süßer haben möchte, mixt man sich das ganz schnell durch und hat innerhalb von Sekunden erstmal so eine rohe Mandelmilch, die super schmeckt, die man für all das einsetzen kann, wo man sonst eben auch für einsetzt, aber qualitativ natürlich liegen da Welten dazwischen. Genau, ich fasse es nochmal zusammen. Du nimmst also 2 Esslöffel Mandelpüree, 2 bis 300 Milliliter Wasser, einen Teelöffel Kokosblütenzucker als Beispiel und vielleicht ein bisschen Vanille und Zimt in den Mixer rein, ein bisschen mixen und du hast sofort eine frische Milch, die so unglaublich lecker ist, da kannst du auch nicht mehr an Kuhmilch ran. Das wäre der erste Schritt. Ja, es schmeckt auch wirklich nicht mehr danach. Ne? Also wenn du dann die Kuhmilch dann trinkst, sagst du auf einmal so, boah, wie konnte ich das trinken? Geht mir zumindest jetzt so. Also wenn ich so eine reine Milch mir irgendwie mal testweise mal probiere, ne, geht überhaupt nicht mehr. Keine Chance. So Andreas, und jetzt stell dir mal vor, du müsstest dein ganzes Leben lang jeden Morgen eine eintönige Ernährung finden mit Milch ins Müsli. Wie langweilig ist das denn? Wir sind doch kreative Lebewesen und wir können doch am Montag uns eine frische Mandelmilch machen, am Dienstag eine Erdnussmilch, am Mittwoch eine Kokosmilch, am Donnerstag eine Buchweizenmilch, am Freitag eine Hafermilch, am Samstag eine Cashewmilch. Stell dir mal vor, du könntest 30 Tage lang jeden Tag eine andere Milch frisch gemacht zu dir nehmen und du machst nur so viel, wie du brauchst in einem kleinen Blender. Du musst nur ein bisschen kreativ sein und dich mal mit dem Thema beschäftigen und dann entsteht Fülle. Aus dem Mangel gehen wir in die Fülle. Ja, genau, solche Möglichkeiten gibt es und in unseren Kursen wird da ja auch drüber gesprochen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wo gibt es denn jetzt endlich diese Kurse? Ja? Also die machen wir immer einmal im Jahr, verschiedene, die immer einmal im Jahr durchlaufen. Wenn du da Interesse dran hast, dann geh einfach gerne mal beim Florian auf die Webseite nakurapi.de oder grünundgesund.de, trag dich in Newsletter ein und dann wirst du auch dann informiert, wenn wieder so ein Kurs startet. Aber genau. Vielleicht haben wir auch ein Rezept, was wir hier schon mal mit anbieten können, so als Beispiel, was man sich herunterladen könnte. Welches nehmen wir denn da? Vielleicht das, was du gerade eben genannt hast am besten. Also Andreas, nimm das Mandelpüree, also Mandelmus-Milchrezept. Warum? Erstmal, dass wir verstehen, dass dieses, wenn wir Nussmilche machen, sozusagen, dass das rohes Püree sein muss. Also die ganzen Firmen im Bioladen, die da erhitzt werden, wo nicht Rohkostqualität draufstehen, die dienen uns nicht, weil das sogenannte Transfettsäuren sind und die sind sehr schlecht für den Körper. Es muss also ein rohes Nussmus sein in Rohkostqualität. Da gibt es sehr, sehr viele Firmen von Sesammus, Cashewmus, Erdmandelmus, Kastanienmus. Es gibt dieses Mandelpüree. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und damit kann man mit Wasser eben vermischt sich eine Milch zubereiten und das ist sehr, sehr einfach. Damit würde ich als ersten Step anfangen und deswegen nehmen wir die Mandel Milch. Okay, also das Rezept dazu, das gibt es in den Informationen zu diesem Podcast oder in den Shownotes auf grünundgesund.de zur Folge 18. Dort kannst du einfach mal schauen und dann kannst du dir das runterladen. Und vielleicht kommst du auch auf den Geschmack und sagst, Kuhmilch, habe ich verstanden, ist nicht gut. Aber wichtig ist eben, dass es auch eine leckere Alternative gibt, die für mich eigentlich viel, viel besser schmeckt als das in Anführungsstrichen Original. Genau. Ja. Andreas, kein Mensch kann sagen, dass er nach dem Trinken von Kuhmilch Energie bekommt. Im Gegenteil, jeder merkt, dass er danach Schleim im Hals bekommt. Das heißt, der Körper reagiert sofort vom lymphatischen Gewebe hin und von den Drüsen hin. Er sagt, oh mein Gott, schon wieder so viel Schleim und er fängt sofort an zu schleimen. Manchen läuft auch
danach die Nase ein bisschen, ein sogenannter Brotschnupfen, wie wir ihn nennen, was bei Kindern immer sehr auftritt. Oder viele Menschen, die schlecht sehen, man spricht da ja auch von einem sogenannten Milchschleier sozusagen, der die Muskeln unserer Augen lähmt und deswegen wir auch schlecht sehen. Und wer Nussmilche zu sich nimmt oder auch Hafermilch, die man selber herstellen kann, oder auch Buchweizmilch aus Samengetreide, der wird merken, dass er danach nicht müde wird, dass er danach nicht verschleimt und dann kann er auch von Energie und Leichtigkeit sprechen. Ja, und plötzlich kriegt der Körper eben die Möglichkeit, auch diese Schleime mal loszuwerden. Und da bietet sich natürlich auch an, einfach mal eine Detox-Kur zu machen, um den Körper dabei zu unterstützen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich denke, zum Thema Milch haben wir heute eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Du hast noch etwas zum Schluss. Ja, ich habe zum Abschluss immer noch mal was. Ja. Aber einfach so, man soll da drin nicht in der Verschwörungstheorie verfallen. Aber, also dass das System schlecht ist und die uns alle vergiften wollen, darum geht's nicht. Aber dieses Missgeschick ist nun mal entstanden und es wird Zeit, dass wir das beenden. Also dass wir diese Fehler unserer Zivilisation und Ernährungswissenschaften eben erkennen und in Lösungen gehen. Und dafür sind wir auch da, Andreas, mit unseren kleinen, netten Hilfestellungen, Ideen. Vielleicht sind wir auch mal so ein Gesundheitswecker, der da im Auto, wenn man das übers Radio hört, auch diesen Podcast einfach sagt, boah, das wusste ich gar nicht, stelle ich um, ich besorge mir mal so ein rohes Mandelpüree und einen kleinen Blender habe ich eh zu Hause, mach mir das mal und dann kann jeder sehen, was da passiert mit dieser Umsetzung. Man wird nämlich viel leichter, nicht mehr so aggressiv, viel energiegeladener, viel freudvoller, weil man nicht mehr dieser starken Säure und dieser Verschlackung unterliegt und das ist das, was wir uns so sehr wünschen. Ja, und man fragt sich dann, warum hat mir das nicht schon jemand früher erzählt? Ja, warum musste das so lange dauern, bis ich das endlich mal begriffen habe? Genau, ja. Zeit für Gesundheit. Genau, und damit war es das auch schon wieder mit der Gesundzeit. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Für heute sagen wir ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Tschüss. Bis dahin, wir hören uns. Ciao.